dich erschrocken. Tut mir leid. Andi? Brauchst du Hilfe? Komm, das ist doch totaler Quatsch mit Jessica und der Vergewaltigung. Was ist, wenn ich es doch getan habe? Ich kann mich an was erinnern. Und an was? An was, was Jessica gesagt hat. Irgendwas wie... Ich soll dir nicht wehtun. Und jetzt denkst du, dass du... Aber Miriam hat gesagt, du warst total betrunken, du konntest nicht stehen, wie bist du da... Du weißt schon, was ich meine, du warst total Hacke. Ja, ich hatte schon einen ziemlichen Filmriss. Hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hab deinen Deckel gesehen, bei uns hast du nicht so viel getrunken. Okay, ich weiß nicht, was du vorher auf der Party getankt hast, aber... Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Ich kenne dich verdammt gut und ich bin mir sicher, dass du es niemals fertig bringst, eine Frau zu vergewaltigen. Das geht gar nicht. Ich danke dir echt, Olli. Aber mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Hey, das ist heute ja gar nicht runtergefallen. Ach komm, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ja, hat nicht jeder die Gabe, so in seiner Arbeit aufzugehen? Das sagte der Richtige. Du hast ja nur noch Partys und Events mit deinem Robert im Kopf. Vielleicht ist das mein Job. Eine Cola, bitte. Miriam? Ja. Cola, bitte. Ja. Hallo. Warst du shoppen? Notgedrungen. Mehr war nicht drin, aber irgendwas muss ich ja anziehen. Auch wenn die Versicherung noch nicht gezahlt hat. Und das kann dauern, nehme ich an. Du Ärmster. Ich glaube, ich würde sterben, wenn meine Lieblingsklamotten plötzlich alle weg wären. Ich könnte mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, Rebecca. Tja, ich hab's mir nicht ausgesucht, dass unser Haus abbrennt. Komm, meine Kleine, wir gehen was essen. Arme Schwan. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Wobei auch immer, ich habe leider keine Zeit. Komm, ist für einen guten Zweck. Ja, ich kann aber nicht. Ich treffe gleich noch einen Typ, der hier eine Party machen will. Außerdem muss ich Andi ein bisschen zur Seite stehen. Ich weiß ja nicht, ob ich dir auch helfen könnte, aber zumindest hätte ich Zeit. Oh, sorry. Nein, ist okay. Ich bin nur kitzelig. Trotzdem, ich bin Schussel. Ach, Unsinn. Hey, das ist echt cool, was du machst. Findest du? Ja. Rebecca, man darf doch nicht lügen. Naja, es denken halt nicht viele Leute. Was? Na, dass ich was kann. Modemäßig. Das werden die schon noch merken. Das ist nur eine Frage der Zeit. Mal abwarten. Also ich bin jetzt nicht so der Profi und meine Meinung ist nicht so relevant, aber du hast echt keinen Grund, um tief zu stapeln. Danke. Rebecca, du musst einfach an dich selber glauben, dann kriegst du, was du willst. Bei manchen Sachen nützt es aber nichts. Das nützt immer. Wow, das sieht echt cool aus. Finde ich auch. Das ist echt gelungen. Das andere aber auch. Und? Er will nichts essen. Echt so ein Schwachsinn. Ich glaube niemals, dass Andi jemanden vergewaltigen würde. Ich auch nicht. Aber glaubt ihr echt, dass Jessica das einfach so behauptet? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er das nicht machen würde. Das muss ein richtiger Schock für deine Schwester sein, oder? Sie ist ganz schön fertig. Ich kann irgendwie gar nichts für sie tun. Aber dafür hast du eine ganze Menge für mich gemacht. Wenigstens etwas.
Teile sind echt der Hammer. Das sind zwar nicht meine alten Lieblingsklamotten, aber das werden garantiert meine neuen sein. Danke. Na, dann ist ja gut. Zum Arbeiten nichts anderes anziehen? Nee, das geht schon. So ein cooles Shirt. Echt? Rebecca hat total Talent, wie sie das hingekriegt hat. Davor war das ein stinknormales Shirt und jetzt ist es quasi ein Designerstück. Ja, und das alles nur, um dir eine Freude zu machen. Jetzt mal ehrlich, Rebecca hat sich ganz schön ins Zeug gelegt, nur für dich. Und? Wie und? Findest Rebecca doch toll, oder? Ja, schon. Also, worauf wartest du dann noch? Christian, das bringt doch nichts. Wie, das bringt doch nichts? Papalapap! Du musst es einfach mal probieren. Aber die steht doch nicht auf mich. Woher weißt du das? Ja, weil sie in jemanden... Ich weiß es halt. David, pass mal auf. Hör zu. Und lerne. Ja, hallo? Rebecca, hallo, ne? Sag mal, hast du heute schon was vor? Nö, wieso? Ich hab mir gedacht, dass wir vielleicht eine Runde Eislaufen gehen. Rebecca. Ja, Eislaufen, das ist super, klar. Okay. Dann in einer Stunde bei euch auf der Auffahrt. Okay, alles klar. Ich freue mich. Ciao. Bis dann. Oh mein Gott! Oh. Na, was ist denn jetzt? Ich habe ein Date. Ich habe ein Date mit jemandem, der eigentlich mit einem anderen jemand zusammen ist. Aber der andere hat wiederum was mit einem anderen. Und dann ist es doch okay, wenn ich mich mit dem ersten jemand zum Eislaufen treffe, oder? Ja, es ist okay. Das ist okay. Schlittschuhe? Doch, aber David, hey! Hi. Ich wollte Rebecca gerade erzählen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe zum Schlittschuhlaufen. Elias hat nämlich irgendwas am Hof und da habe ich mir gedacht, du nimmst einfach David mit. Ist nämlich ein wahrer Eislaufgott, hä? Ja. Jetzt muss ich aber auch wirklich los. Also, viel Spaß euch beiden. Also, ich krieg einfach kein Bild zusammen. Ich versuche mich die ganze Zeit daran zu erinnern, aber da ist irgendwie nichts. Einfach nur ein schwarzes Bild. Weil es vielleicht nichts gibt, woran du dich erinnern könntest. Ja. Außer dieser eine Satz von Jessica, wo sie gesagt hat, dass ich ihr nicht wehtun soll. Aber ich weiß auch nicht, warum sie das zu mir gesagt haben soll. Okay, dann noch mal von ganz vorne. Vielleicht irgendeinen Grund, warum Jessica dir diese sowas anhängen würde. Ich habe keine Ahnung. Ja gut, okay, am Anfang fand sie mich, glaube ich, ganz cool. Helena wurde sogar mal ein bisschen eifersüchtig. Aber das ist jetzt auch vorbei. Vielleicht ist das Ganze eine beschissene Racheaktion. Ja, vielleicht. Dann müssen wir das Jessica nur noch beweisen. Wie denn? Das schaffen wir schon. Stell sie zur Rede. Am besten vor Helena. Andi, hallo. Ich weiß nicht. Was ist, wenn ich die Sache dadurch nur noch schlimmer mache? Und wenn Helena überhaupt nichts mehr mit mir zu tun haben will.